sein. Hallo ihr Langweiler da draußen, willkommen zur, ich weiß nicht wie vielten Folge Project 48. Infinity. Danke, zur 48. Folge Project Infinity. Hier mit den zwei anderen Leuten. Yay. Sehr schweigsam heute. Die komischen Solarpanels darf ich einfach so abbauen, oder? Ja. Na gut. Also soweit ich weiß schon. Ja, ist jetzt nichts, was dagegen sprechen sollte. Wir haben jetzt kurz mal keinen Strom. Also. Wir haben noch 99.000 EU in Ding gespeichert. Ja, ja. Wie macht man Universalkabel? Wir haben zu wenig. Wir haben vor allem kaum noch Stahl dafür. Ich mach dir schnell welches. Ja, ich habe noch 8 rausbekommen, jetzt habe ich 11, das müsste reichen. Ja, okay, dann mache ich dir keins. Weil ich das Stahl nämlich den Stahl brauche. So. So, 32 Steel. Was wollte ich jetzt? Ich hab's vergessen. Ah ja, genau, ich wollte die Rocket weiterbauen. Na, ich brauche doch ein bisschen was. Ah, jetzt habe ich aber keinen Stahl mehr. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Strom haben wir jetzt schon wieder. Ich habe zwei Solarpanels habe ich jetzt schon wieder hin platziert. Warte, dann mache ich dir schnell neue neue Kabel. Wie viel brauchst du noch? Bisschen noch. Kann also mehr als 8. Hier hast du nochmal 16 Stück. Ah ja. Was wollte ich? Richtig. Rocket. Hier, 2 haben wir von den Dingern noch. Das heißt, wir müssen deutlich mehr... Ah, okay. Dann kompressieren wir jetzt einfach hier ein bisschen den Stil weiter. Brauchen wir Aluminium und Bronze noch. Mach das doch nicht so. Mach das doch sinnvoller. Ich wollte das jetzt eigentlich wie so ein richtiges Solarfeld sozusagen anbauen. Ah, dann mach's so. Ist ja auch sinnvoll. Auf jeden Fall kriegen wir gut Strom. Das kann ich dir glauben. Oh, das glaube ich dir jetzt ja nochmal. Geht's nicht mehr? Ach, ist Nacht. Okay. Tja. So. Passt. Dann haben wir hier so ein kleines, schönes Solarfeld. Hier müsste eins noch hin. Wenn du noch eins machst, dann haben wir eine perfekte Reihe. Oh, hier am Anfang? Das passt ja nicht hin wegen den Kabeln hier. Ah, ja, okay. Da hinten halt haben wir eins zu wenig für. Ich kann das hier vorne wegnehmen und dann hinten hinsetzen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Uhaha. Ach komm. Backe ist im Weg. So. Ja, jetzt. Philipp, wo bist du gerade? Auf dem Rückweg, aber okay. Ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich mich auslogge nochmal. Nee, weil ich bin gerade auch noch am Sachen machen. Ach so. Lauf lieber oder flieg zurück. Ja, gut. So, dann haben wir jetzt erstmal extrem viel Energie. Läuft bei uns. So, und dann würde ich mal sagen, müssen wir als nächstes eigentlich Mars Fabricator machen, oder? Ja. No. Müssen ist übertrieben. Also ich will ja als nächstes erstmal hier eine Rakete fertig machen, bitte. Ja. Aber...
Bewohner stimmt. Oh, jetzt brauche ich erstmal wieder einen Hammer. Ich brauche jetzt erstmal hier wieder Copper und Tin. Und so ist Galacticraft. Fail. Copper. Brauche ich dafür jetzt das, das ist mal, ist es meins? Bin ich am meinen? Nein, ich bin nicht am meinen. Brauche ich dafür jetzt? Ja, ich brauche das Galacticraft Tin. Aber wir haben keinen Galacticraft Tin mehr, glaube ich. Ah, nein, ich kann auch ja, das normale Tin verwenden. Ah, gut. Und kann ich dafür auch das normale Copper verwenden? Ja, wunderbar. Kann ich auch das normale Copper. Ist dann deutlich sinnvoller. Okay. Ah, man braucht eine Tier 2 Rocket, um auf den Mars zu kommen. Ja. Leck mich am Arsch. Wieso? Lass halt erstmal auf den Mond. Ja, natürlich. Ich muss ja auch auf den Mond, um das Zeug zu sammeln, damit ich auf den Mars komme. Doch, wir haben Kompressor. Läuft. Das Problem ist halt, dass eine Rakete so scheiße teuer ist. Hört sich hier jetzt immer so an, als würde ein Hammer auf irgendwas schlagen. Ja, ja, das ist ja auch ein Kompressor. Ach, noch einer? Ja, halt eine andere Sorte von ja, Kompressor. So, gleich bin ich wieder da. Wunderbar. Läuft. Die Nacht ist gerade bei der Hälfte. Genauso wie die Folge, die ist noch nicht mal bei der Hälfte. Ja, okay. Au, hör auf. Brains. Alle ins Bett, alle ins Bett. Jo, bin drin. Ich schmeiß grad noch ein bisschen Zeug weg. Kannst du es nicht nach dem Schlafen machen? Könnte ich, ja. Mach los doch jetzt mal. Danke. Hau dich ins Bett rein. Guter Mann. So, mal gucken, wie viel Strom wir jetzt kriegen. Läuft. Ich würde mal sagen, das läuft. Ja, ist auf jeden Fall gut was. 2, 3, 4, 5, 21, 2. Das sind 2000 EU pro Sekunde. 2000 pro Sekunde? So ungefähr, ja. Okay, das läuft. Das ist alles übertrieben. Was das an Materialien kostet, diese Rocket zu bauen, Alter. Das
glaubst du ja nicht. Nee, halt, ich brauche hier Tin. So. So. Wir haben ein Schweinchen übrigens. Läuft. Lapis Lazuli Dust. Was baust du gerade? Mhm. Nee, was? Achso, den Mass Fabricator. Achso. Platzier den aber auf keinen Fall da drinnen, ne? Nee. Leg dafür lieber nochmal ein eigenes Solarpanelfeld an. Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Mass Fabricator. Ich könnte eigentlich in der Zeit mal unsere Factory da upgraden. Derzeit, in der es da draußen kommt. Haben wir einen Crusher? Kommt auf den Crusher drauf an. Um Diamanten zu crushen. Kannst du mal einen Macerator machen. Sicher? Jep. Mal sehen, ich brauche... Also ich brauche 2 Dia-Dust. Diamond Dust. Ich brauche 2. Das kriege ich aus dem Macerator raus? Dust? Ja, ja. Mal 2 gucken. Von denen brauche übrigens ich. Ich weiß ja nicht, wie viel brauchst du so? Muss kurz mal gucken. Ah ja, kommt das Richtige draus. Ich brauche... 4. Dann würde ich an deiner Stelle mal wieder ein paar Dias suchen gehen. Ich hätte... Nee, eins musst du noch mehr reintun. Ein Dia. Danke, gut. Weil das nächste brauche ich noch. Jupp. So. Shit. Ich brauche wieder Obsidian Dust. Wie kriegt man Obsidian Dust nochmal? Mit diesem Teil, was hinterm Haus steht. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Danke. Ah, Lapis Dust hast du sogar. Oder haben wir sogar. Ich glaube, ich zwack am Anfang wieder. Ja. Ich glaube, ich zwack am Anfang erstmal 2 Solarpanels ab, oder? Wir brauchen ja nicht alle. Dein Osmium-Ingot brauche ich noch. Auf zu laggen. So, da habe ich den Energiekristall. Ach nee, warte. Nee, damit kann ich die Ingots machen. So, jetzt habe ich den. Auch einfach in Macerator schmeißen, ja, das hätte man mir auch früher sagen können. Und jetzt habe ich den Mass Fabricator. Gut. Der kann 521 EU ab. Ist das eine MFE? Das ist eine MFE. Okay. Soll ich jetzt am Anfang jetzt erstmal einfach 2 Solarpanels nehmen und die erstmal? Ja, von mir aus, mach das mal. Die 6 reichen ja aus. Jetzt bist du aber bei meinem Crafting-Feld. Oh, ja. Richtig traurig. Was ist traurig? Du hast das eben voll traurig gesagt. Oh, jetzt bist du aber an meinem Crafting-Feld. Ja, ist ja auch wahr. Was soll der Scheiß? So, wo soll ich das hinpacken? Irgendwo hin, wo es Platz hat. Nachdem wir es ja nie mehr auf die Reihe bringen, hier eine Burg draus zu bauen, ist mir das egal. Da, wo mal die Schafe oder so hier drin waren? Ja, zum Beispiel. Beim Zaun da, okay. So, wir haben jetzt eine Elite-Factory, meine Freunde. Das
Ding kann ganz schön viel schmelzen. Wahrscheinlich auch ein bisschen schneller. Da wäre ich mir nicht sicher, aber du kannst 7 Sachen gleichzeitig schmelzen. Das macht es schon mal automatisch etwas schneller, weil du es halt einfach krass verteilen kannst. Den Mass Fabricator kann ich jetzt doch direkt an das Universalkabel anschließen, oder? Jupp. Ja. Dolle Wurst. Rap nehmen. So, Ja. Ja. Also. Ja. Entweder haben die es krass erhöht oder wir haben einfach so wenig Strom, dass es nicht mehr feierlich ist. Wieso macht er überhaupt nichts? 1% hat er. Schau es dir an, wie schnell das geht. Das ist Wahnsinn. Der haut die Scrapbox weg wie... Also geht 18.000, 17.000, 16.000, 15.000. Hat jetzt 2%. Wow. Top. Aber das Design davon sieht auch anders aus. Da ist ein Dreck da dran. Wir haben ein Problem. Ja. Und zwar... Ah nee, warte. Wir können das Problem ganz einfach beheben. Wo ist unsere Quarry? Die müsste im System sein. Dann gehe ich mir die mal schnell schnappen. Weil es gibt keinen Chunkloader in dem Modpack, dummerweise. Nicht? Ah. Dementsprechend stelle ich jetzt einfach die Quarry hier hin. Und die wird da jetzt schön unsere Chunks geladen halten. Läuft. Sieht etwas affig aus jetzt da draußen, aber das ist ja, ja egal. Wie heißt nochmal der Trichter auf Englisch? Hopper. Hopper, genau. Der Hüpfer. Hopper Gangnam Style. So, dann würde ich aber auch schon mal wieder sagen, wenn euch die Folge nicht so hart gelangweilt hat, lasst doch eine Bewertung da, ich werde es nie lernen. Und schaut auch bei Philipp vorbei, bei dem kommt nämlich die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bis dahin und tschüss.